Hallo liebe Freunde im Donautal. Nachdem jetzt unser Nahwärmenetz dem Ende zugeht, werden noch die Haushalte ans Glasfasernetz angeschlossen, die keine Nahwärme erhalten haben. In der Schwenninger Straße waren noch einzelne Wohngebäude an das Glasfaser- und Stromnetz anzuschließen. Diese Gebäude werden jetzt erst angeschlossen, da die Nahwärmeversorgung bereits abgeschlossen ist und diese Gebäude nicht am Nahwärmenetz beteiligt sind. Und auch in diesem Bereich werden die Gehwege anschließend gepflastert. Ein Mitarbeiter der Firma Stingel vermisst mit einem GPS-Messgerät die Flächen, die von der Firma Stingel im Auftrag von der Firma Vielieber asphaltiert werden müssen. So kann die Firma Stingel ganz genau berechnen, wie viel Asphalt eingebaut werden muss. Eine Gewindestange wird in der Wand befestigt. Danach wird das Kernbohrgerät an der Wand befestigt. Die Bohrkrone wird auf die Maschine eingedreht. In der Pumpe ist Wasser drin und wird mit Druck in die Bohrkrone hineingedrückt, damit sie nicht heiß wird, sonst verbrennen die Zähne der Krone. Die Krone bohrt sich in die Mauer. Immer schön pumpen zur Bohrung. Sie wurde in die alte Trafostation gebohrt, damit man Kabel von ihr in die neue Station legen kann. So kann dann die neue Station angeschlossen werden. Die Kabel werden später wieder zurückgebaut. Sie sind nur zur Überbrückung gedacht. Kuckuck, da ist ja jemand. Wenn euch auch dieses Video wieder gefallen hat, dann liked es oder abonniert es. Wenn ihr Urlaub machen wollt, wo? Natürlich im Donautal.